habe ja zu Hause meinen Sohn, habe ich schon gesagt, den Thomas, 33, immer noch zu Hause. Und das ist ja so schwer, hier eine Wohnung zu finden. Der wäre hier gerne rein. Ich habe gehört, ich glaube, das war der einer von der SPD, so ein junger Typ, Klausen, der sagt, das nützt hier ja gar nichts, die paar Wohnungen. Also ich sag, mein Thomas hat das wohl genützt, ne? Ja, und nun dachte ich, vielleicht mache ich sauber, wer weiß, ne? Die Familie Schäffler vielleicht, sagt er dann mal, Mensch, danke. Und dann, schwuppdiwupp, hat mein Sohn eine Wohnung. Das sind 14 Wohnungen insgesamt. Man weiß ja nicht, ne? Noch stehen sie ja. Und das sind ja mit die Ältesten, ne? Ich weiß nicht, 18 schießt mich tot. Guckt sich das mal an, das sieht man ja in Aldona kaum noch, ne? Und wenn das nicht so lange leer gestanden hätte. Ich weiß auch nicht, die sind hier nach der Schicht, ja, machen hier mal ein bisschen sauber. Seit Jahren ist das hier so dreckig, ich verstehe das nicht, ne? Der kleine Schäffler, der war ja so lütt war der, wie ich den, ne? Und seine Eltern so nett, ne? Und ich habe gedacht, das ist auch in deren Sinne, dass wir hier mal, das hat meine Schicht mitgebracht, ne? Der Franz, die Frieda, Lotte. Und wir nach der Arbeit machen wir hier jetzt mal ein bisschen sauber. Und seit Jahren steht das leer. Ich glaube, seit, was haben sie gesagt? Ne? Seit 2008. Jo. Jo. 2010 haben da auch so ein paar Bürgers gesagt, hey, das steht leer. Und Politik hat er was gemacht? Nee. Und nun sollen die Bauern bald weg. Und ich meine, nach dem Krieg, uns ist ja kaum was übrig geblieben. Ne? Ist doch nichts mehr da hier in Altona. Und wir finden das nun, dass da mal ein bisschen sauber gemacht wird. So ein schicker Tag. Da wohnt noch einer drin. Da wohnt einer noch drin. Ja, das muss ich ja lösen lassen, das Problem. Ne? Seit 2007 ist ja schon nichts mehr gemacht worden. Da runterkommt. Mal schön sauber lassen. Ne? Da sollen ganz teure Wohnungen hin, habe ich gehört. Da kriegt sich das Haus mit um. Die sollen noch viel größer werden und dann 14,50 Euro den Quadratmeter kosten. Wer soll das denn bezahlen? Aber dieses schöne Haus kann man doch nicht so verkommen lassen. Und in 80 Quadratmeter mit einer Person drin? Ja, hab ich so gehört, ne? Oder vielleicht auch eine zweite Person, ne? Und ganz oben soll ein Familienraum. Zum Blick nach drüben. Ja, das ist doch gut. So, jetzt wieder bei der Wurzel packen und hier, zack, weg ist er. Oh, kannst du lassen, aber kaputt ist. Hier, gucken Sie sich das mal an. Wie schön das eigentlich ist. Man kann das so seine Hoffnung. Also ich finde das so. Was kannst du dazu dann noch sagen? 2010 gab es auf jeden Fall eine Leerstandsanzeige. Die gibt es ja erst, wenn das ein halbes Jahr leer steht. Ne? Und nichts passiert. Ein Schloss ist dahin gekommen. Ne? Aber sonst nichts. Und nun wollen wir hier mal sauber machen, damit man sieht, wie schön die Häuser sind. Ne? Und dann überlegt er sich das vielleicht anders, dass er es nicht abreißen tut. Ne? Meinst du, der Herr Schäffler kommt her und guckt, wie wir hier putzen? Also ich denke, das macht Eindruck. Ne? Der Schäffler wird sich bei uns bedanken. Und dann kommen wir bestimmt wieder mit ihm ins Gespräch, ne? Ja. Vielleicht, wenn das jetzt schön glänzend tut, vielleicht überlegt sich das der Herr Schäffler.